Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Wir schauen uns mal das Add-on Five Circle in Edinburgh, Merkinshire, Dumferlein und Kirkcaldy Route an. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Von Rivet Games für einen Schnapper von 44,50 Geld. Je nachdem in der Währung, also ist eine Ansage vom Preis her. Und ja, von den Bewertungen ausgeglichen bis Tendenz eher zu negativ, weil wohl teilweise die Details falsch sind von der Realität her. Das kann ich halt nicht beurteilen, kenne die Strecke in echt nicht. Teilweise matschige Texturen, dann soll es viele Bereiche geben, wo einfach überhaupt nichts szenerietechnisch los ist. Und von der neuen Class 170 war es, ist der Sound nicht so geil, beziehungsweise zu leise. Und die Sachen werden wir uns heute mal angucken. So, wo sind wir denn hier? Wir sind hier am ersten Ende von der Strecke. Wir haben hier eine Tramlinie. Die werden wir uns nochmal gesondert ansehen. Die geht dann hier vorbei, bis hier hoch zum Depot. Und das ist die ganze Strecke. Da geht nochmal ein Abzweig hier weg, bis hier oben hin. Und dann kann man sich hier zwei Seiten aussuchen, wo man fährt, bis hier oben hin. Mods habe ich aktiv, unter anderem den God Mode, dass ich die meisten unsichtbaren Wände durchgehen kann. Die meisten, wohl gesagt, nicht alle. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal den Bahnhof hier an. Diese Sache fand ich noch interessant. Da geht hier eine Straße runter. Hier einmal hier drin wenden und dann wieder rausfahren. Keine Ahnung, für was das hier eigentlich gut ist. Ist das ein Safety Announcement? It is not permitted to cycle, skateboard or rollerblade within the station building. Immerhin, ein bisschen ausdetailliert. Okay, was haben wir denn hier so? Coffee. Die Dinger funktionieren. Schaut ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier hinten so? Oh, na klar, ein Haufen Gates. Was ist das denn? Was geht denn hier ab? Es wirkt ein bisschen leer hier. Just saying. Okay. Da steht auch ein Haufen Leute hier. Da geht es ja weiter mit der East Coast Mainline da unten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Warum steht ihr alle da unten? Kommt hier was? 15,58. Calling at Edinburgh Waverly. Formed of 9 Coaches. Das ist 15,06. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat sich nicht aktualisiert. So, Lift. Warte mal. Lift, 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 Lift. Da komme ich nicht hin. Da ist abgesperrt. Da kommt um 16:11 Uhr eine. Wird so lange, werde ich jetzt hier nicht rumwarten. So, den Kollegen, den kennen wir ja schon. Das ist jetzt nichts Spezielles. Ah, hier unten war ich schon echt oft auf mit TS Classic. Wo geht's denn bei dir hin? Calling at Haymarket, Living Ho, Formed of 8 Coaches, on time, 17 Uhr. 2 Stunden. Ah ja. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Dinger da. Gehen wir nochmal nach vorne im Bahnhof. Und da höre ich auch schon unseren Dieselkollegen. Mercedes? Ich nehme mal ganz kurz eine Abkürzung. Mach die Tür auf. Es kommt von irgendwo von da hinten. Ich mache mir hier einfach mal Abkürzungen. Dankeschön. Irgendwo da hinten. Okay. Der passiert doch mal. Also Edinburgh Waverly hier. Ist das einfach nur eine Soundbubble da hinten? Ja. Schade, wäre es irgendwie geil gewesen.
wenn man da, warte mal, da in der Mitte vielleicht ist ein Aufstieg, vielleicht ist der nutzbar. Oder? Ist schon wieder so ein Teil. Jetzt komm, jetzt wo ich es gesehen habe, so einmal ran. Aufzug. Ja, es sieht interessant aus für einen Aufzug. So, wo komme ich da hoch? Ja, nehmen wir mal das hier. Ah, shit. Und sich bei der Wand. Da hat er es nicht entfernt. Ja gut, dann können wir aber eigentlich... Ja, die Straße können wir ja auch nicht... Die Straße kann ich nutzen. Das ist so komisch. Warum macht man sowas? Oder vielleicht war es von früher für Postwagen oder so? Ach, ist das die Kirche? Moin. Ich habe das Gefühl, es kommt von dem Bus hier. Ja. Okay, das ist aber auch nur so ein Turm hier. Das unsichtbare Wand. Ich komme da nicht hin. Okay, dann wissen wir das auch. Und ein Easter Egg, glaube ich, hat es noch ganz unten. Ja, die Wette Office. Alles klar. Wir gehen mal hier wieder weg. Oh Gott, das da haben sie noch. Zu den Details, ne? Ich glaube, die Uhr ist ein bisschen falsch platziert. Aber nur so ein bisschen. So, gerade dort direkt am Start meinte ich, war ein Klavier, mit dem man auch irgendwas machen kann. So, einmal hier rein. Das müsste da gewesen sein. Da ist das Klavier. Und dann haben wir noch... Du hier. Plüschschrauben gesammelt. Okay. So, please play me. We should get together. Gibt's das hier wirklich? Okay, cool. So, Abfahrtstafeln funktionieren auch. Micro-Kauffahren in Scottish Farm. Look at John stuck in glass elevator. Danny refuses to leave. Okay, also sie haben immerhin Humor. So, wie komme ich da zu den Zügen? Ach, da. So, wann fährst denn du ab? Ach, 17 und 18. So, Class 170. So vom Optischen her sieht es ja gar nicht so doof aus. Wenn wir uns mal die von innen angucken. So, First Class hier drin. I'm carriage number 54 and I always want to look at my best. Okay. Sieht authentisch aus. Edinburgh Waverly. Ist ein bisschen klein für die First Class, ne? Das sieht auch so aus, wie man es erwarten würde. Könnte ein bisschen schärfer sein hier oben. Aber ansonsten okay, passt. Achso, der andere fährt ab. Okay, doch schon. So, WC-Bereich. Können wir aber leider nichts machen. Moment. Ja, das muss bestimmt so sein mit dem Sound. So, nein, jetzt sehr spannend. Nächster Toilettenbereich. Da haben wir schon wieder den Dudelsack da hinten. Aber ich sehe jetzt zumindest nichts Auffälliges. Okay. Und dann hätten wir vorne nochmal die First Class hier. Und natürlich unseren Führerstand. Und das sind die ganzen Sicherungssysteme. Das ist die Türsteuerung hier. Wir möchten, da haben wir nicht sehr viel zu machen. Wir können uns da nochmal hinsetzen. Sicherungskasten, bei dem man nicht sehr viel machen kann. Okay. Temperatureinstellung, Display, der eh nichts anzeigt, Kamera, der nichts anzeigt,
Die Standard-Leveler-Konfiguration, auch noch mit Türsteuerung für die linke Seite hier. Tahoe, TPBS, ja, alles ziemlich Standard. Also, die englischen Züge sind da nicht sehr unterschiedlich. Oh, wo ist die Türsteuerung für... Das Recht ist halt effektiv... Nee. Das ist doof. Door Release, Couple, Door Close. Door Deselect, WSP Activate. Was ist da noch für die linke Seite? Das ist merkwürdig. Da mal DSD. Lichtersteuerung, Zuglichtersteuerung, Train Preheat. Okay. Ja gut, dann hätten wir jetzt mal unsere Class 170 gesehen. Ich würde sagen, bevor wir mit der eine kleine Runde machen und die Strecke ein bisschen angucken, schauen wir uns doch mal die Tramlinie an. Ich glaube, die könnte gut werden. Also, bis gleich. So, da wären wir jetzt an Betriebswerk. Ich zeige euch mal ganz kurz auf der Karte, wo das ist. Das ist das hier. Und da spawnt man auch direkt, wenn man das auswählt. Und wir schauen uns jetzt mal diese Tram an. Da fährt gerade eine Retour. Da kommt gerade eine rein. Hier ist da eine Bahnhof. Und da vorne im Bahnhof kommt man leider hier nicht zu diesem Halt. Aber hier ist ein Loch im Zaun. Und dann können wir zu dieser Haltestelle hingehen und versuchen, mit der Tram hier einmal mitzufahren. So, wenn man hier spawnt, dann muss man hier runtergehen. Da. Und hier ist offen. Hier geht eine Straße ins... Nix hier rein. Das ist der perfekte Übergang. Normalerweise kommt man hier nicht rein, aber ich habe den God-Mode an. Also kann ich hier drüber gehen. Aber das ist auch so ein Punkt mit den Details, ne? Hier geht es nicht rüber. Ich meine, im Normalfall siehst du es hier vermutlich eh nicht. Also macht das Betriebswerk erst was und schaut sich das mal kurz an. Aber ja. Gut. Jedenfalls, wir gehen jetzt mal die Strecke hier entlang. Denn da vorne ist ein Halt. Und da halten die Trams mal ganz kurz. Und dann werden wir versuchen, da mitzufahren. Ich habe auch für mich mal probiert, hier mit der Class 47 mal entlang zu fahren. Sie fährt so grundsätzlich, aber bei diesen krassen Kurven, was es hier hat, entgleist die einfach. Vielleicht wird es mit dem Pacer gehen. So, da haben wir das riesen Stadion. Das wäre die passende Tramhaltestelle für das Stadion. Und das war die Haltestelle. Also, kein Scheiß. Das hier ist eine Haltestelle. ja. Also. Ja. So viel zu den Details. Aber ihr, normalerweise wären wir hier gar nicht. Man wird es vielleicht nur ein bisschen ansatzweise sehen. Ob die in der Realität da ist, keine Ahnung. Aber es ist zumindest hier im Plan eingezeichnet. Aber es wird schon Sinn machen, dass die hier ist, damit die Leute hier zum Stadion kommen. Schauen wir uns mal die Details vom Stadion an. Ja, bisschen minimalistisch. So, die Tram, wo ist die? Die ist schon, ja, die ist schon losgefahren. Also die müsste jetzt jeden Moment hier auftauchen und dann können wir hoffentlich mitfahren. Und dann ist unser Ziel, dass wir bei dieser Tramstrecke hier hinten bis zu diesem Depot daher kommen. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Da bin ich schon mal gespannt. Geil wäre es, wenn wir auch so eine Tram selber fahren könnten. So. Ich hoffe, die bleibt wirklich hier stehen. Aber sollte. Ich meinte, ich habe es gesehen, dass sie hier stehen bleibt. Ne? Und zum Detail Plus. Diese Trams fahren ein bisschen schnell. Ich werde es dann hier gleich nochmal sehen. Aber bei der Vorbeifahrt habe ich die schon beobachtet. Die ist gefühlt mit 90 Sachen unterwegs gewesen. Da komm. Wo ist sie denn? Da ist sie. Weißt du was? Da mache ich gerade mal schnell ein Foto davon. Warum auch nicht, ne? Speichern. So. Sitzt da gar keiner drin. Fahrerlos, die Tram. So, komm mit der Bimmel.
So, Türen. Ach so. Okay. Wir haben hier tatsächlich ein bisschen Texturen hier drin. Hier kann ich nicht drüber. Vermutlich, weil es so ein einzelner Wagenteil ist und hier hinten auch nicht. Aber das hat hier Kollision. Das hier auch. Das auch. Da kann ich mich nicht hinsetzen. Ich meine, wenn wir uns das mal hier angucken, besteht da aus diesen Minisegmenten hier. Ich hoffe jetzt nur, dass es mich nicht rausschmeißt, sobald die hier abfahrt. So, kann losgehen. Lieber Fahrer. Hallo? Komm, fahr ab. Das wäre jetzt fies, wenn die da irgendwie Detection drin hat, dass ich hier drin stehe. Oh, wir fahren. Dass sie dann nicht abfahren würde, aber sie fährt ab. Ja, cool. Macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Ja, wir haben ein bisschen so einen komischen Windsound hier drin, aber was soll's? Ah, mein Stadion hier. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt auf Full Speed. Das ist eine ganz normale Geschwindigkeit für den Tram. Holy shit. So fast wie beim HST. okay, ohne Halt bei dieser Station. Ja, ich würde mal schätzen, das sind so 120 oder so, was wir jetzt hier drauf haben. Ich finde jetzt immer schneller. Stell mal vor, da fährst du oben mit dem Zug und dann überholt dich nicht dran. Definitiv die Kurvengeschwindigkeit für hier. Mhm. Jo. Da ist die eigentliche Bahnstrecke da hinten. Und auch ohne Halt bei dieser Station. Alles klar. Und bei der Strecke habe ich irgendwie viel mehr Laderuckler als wie sonst wo. Ist ein bisschen unschön. Ja, dann die Strecke, man kommt in das Depot. Mal ganz kurz gucken. Ah, ist noch ein kleines Stück. Oh, endlich langsamer. Ach, schade, ich wäre das Ding gern selbst geworden. Könnten wir mal versuchen, dann vorne reinzugehen. Schauen wir mal, da ein bisschen mehr sehen. Moin. Ich kann die Tram nur empfehlen. Die ist extrem schnell. Hält aber nicht überall. Ich würde so gern probieren, beim Fahren hier rauszugehen, aber das wäre dann voll scheiße. Dann wieder auf die nächste zu warten. Aber ich glaube, die fährt nicht so regelmäßig. Ja, sogar ein Bauarbeiter tut sie unten. Moin. Einmal komplett hier. Habt ihr das gesehen? Da war so die Spielzeuglok da unten drin. Ich glaube, ich habe ein Secret gefunden. Ja. Barrierefreies Einsteigen ist hier nicht so. Mit
die vorher sich auch nicht ab. Yes. Hier rein. Ja, komme ich auch in den vordersten rein? Nein. Okay. Wir bleiben hier drin. Okay. Und das da drüben ist der normale Bahnhof und das hier ist so der Zugang. Sieht halt irgendwie nicht so schön aus, ne? Also ich weiß nicht, ob du da als Spieler hier hinkommen kannst oder ob da wieder so eine unsichtbare Wand ist. Aber das Finish ist irgendwie nicht so nett. Aber gut, das, was wir hier tun, das geht eigentlich gar nicht. Aber ist trotzdem witzig. Ah, das mit dem God-Mode hätte ich viel früher machen sollen. So, Drami. Abwart, ich will das Depot sehen. Was war das? Ja, komm. Interessant, dass auch hier jetzt gerade keine Leute sind, ne? Weil, gerade mal kontrollieren. Ja, doch, da hinten ist die Strecke. Keine Peeps around. Tschüss. So, haben wir jetzt nochmal einen Halt? Nö. Jetzt geht's gerade straight ins Depot. Schöne Brücke. So, über die Hauptstrecke drüber. Okay. Ah, und da haben wir so diese Bereiche, wo es auch in den Kritiken ist, wo dann einfach mal gar nichts los ist. Hauptkritik Nummer 1 auf der Strecke. Bereiche, wo einfach null Sachen vorhanden sind. Ja, gut. Interesting, aber ich meinte das Depot. Ja, das sieht man bei der anderen Strecke vermutlich. Was? Nein, nein, nein! Nein! Nee. Nee. Ich kann da jetzt... Nee. Oh, ich wollte doch zum Depot gehen. Allah. Sag mal, soll mich da hinspawnen lassen, oder? Ja, so, so super mega weit wäre es jetzt auch nicht mehr, ne? Okay, liebe Leute, ich laufe da mal hin, das spare ich euch mal. Und dann sehen wir uns beim Depot. Also, bis gleich. Da, ich bin jetzt aber einen kleinen Moment gelaufen und ich dachte, ich zeige euch mal das da. Das ist einfach mal random hier so. Keine Ahnung, für was das gut ist und warum das da ist. Hat sogar Kollision. Ist das die Illuminati sind? Na, okay. Ich habe noch ein bisschen was zu gehen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, ich glaube, wir haben es jetzt zum Depot geschafft. Sieht zumindest hier so nach den Depotgleisen aus. Interessantes Gebäude hier. Da gehen Gleise nach hinten und da und da hinten sollten. Kommt jetzt hier Nebel rein? Oder haben die da einen künstlichen Nebel hier reingemacht, damit man das jetzt nicht so sieht, wie es da hinten aussieht? Sie haben mit den Details angefangen, ne? Handweichen? Ja, irgendwie ist dort mega komische Lichtstimmung hier. Und da haben wir die ganzen Trams. Oberleitung ist mittlerweile weggespart. Das ist jetzt hier Wireless. Aber immerhin, hier stehen ein paar Trams rum. Moin. Ich will das gern selber fahren. Mann. Okay, was gibt's denn hier so zu entdecken? Noch mehr Trams da hinten. Haben wir vielleicht irgendwas Verstecktes hier drin? Auf jeden Fall eine größere Anlage hier. Nö. Und Ausrichtung ist auf jeden Fall passend. Könnte ein bisschen eng werden. Ansonsten irgendwas? Nee.
Ich glaube, aber es ist nur so eine Vermutung, die Sachen klippen ein bisschen ineinander hier. Es steht sogar ein Bus hier drin. Oh, das hört einfach auf, okay. Moin. Das ist auch nichts dagegen, mit dem Bus einfach mal zu fahren? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob das geht. Ich glaube... Kissenfahr mit Puffer. Ich meinte, man kann irgendwie... Oh, mal sonstiges. Nee, ich dachte, man könnte irgendwie durch so eine Mastery Challenge einen Jeep spawnen lassen. Ja, okay. Dann haben wir es mal hier gesehen. Das ist hier das ganze Tram-Depot. Mit einem komischen Filter, oder wird das Wetter jetzt wirklich schlecht? Nee, ich glaube, ich habe dynamisches Wetter an. Und das Wetter wird jetzt wirklich schlecht. Jo, da wollen wir schon mal da sind, dann gehen wir uns mal diesen Bahnhof da hinten. Ja, schon geil. Wo ist eigentlich die Bahnstrecke? Bahnstrecke? Bahnstrecke, das ist da hinten? Bahnhof? Da ist immerhin schon mal eine super ausdetaillierte Straße. Den gehen wir jetzt mal lang. Inklusive Parkplatz. Rivet Games, ich weiß nicht. So, das sieht nach Bahnhof aus. Hätten, dass ich jetzt nicht rein kann. Die geht sogar auf. Okay, was auch immer hier hinten ist. Moment mal. Da kann man reingehen. Okay, und hier kommt man dann nicht mehr weiter. Oh, das ist der Flughafen, interessiere ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber auch sogar da, man... Sieht jetzt nicht so geil aus. Nee, also wenn man hier hinkommen kann, ganz offiziell, dann sieht jetzt nicht so schön aus, immerhin die Dinger funktionieren. Wie geht's? Ah, hier kommt man also nicht hin. Ich komme jetzt nicht in den Bahnhof rein. Okay, ja, dann wird man das da hier hinten nicht sehen. Wie komme ich jetzt zum Bahnhof rein? Bahnhof? Bahnhof? Ah, alles klar. Da stehen Leute. Ich möchte gern zum Bahnhof. Lol. Ja, geil. Also, gut, dann kommt man da hinten halt nicht hin. Man sieht es jetzt nicht wirklich, aber naja. Ich kann halt auch nicht jumpen. Die haben das hier alles abgezäunt. Ich komme da nicht rüber. Kann ich mir vielleicht mit der Brücke irgendwie helfen? Warum bleibst du stehen? Okay, hier hat es doch eine unsichtbare Wand hier. Bleibst du wegen mir stehen? Tatsache. Okay, ich glaube, wir haben genug rumgespielt. Wir sollten jetzt vielleicht mal eine Runde fahren. Also, das machen wir mal ganz kurz neu und dann fahren wir mal eine kleine Runde. Cedre, da wären wir auch wieder zurück mit einem Fahrt. Cardenden, Loch Gelly, Cowdenbeath, Dunfermline Queen Margaret, Dunfermline City, Rosyth, Inverkeithing, North Queensferry, Dalmeny, Edinburgh Gateway. Na, wie viel jetzt noch? Haymarket, Edinburgh Waverley. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text the British Transport Police on 610. Kann ich die ganze Strecke melden? We'll sort it. Okay, Söderle. Unser Service hier. Warten bis 11:59 Uhr, das können wir machen. So, also wir sind jetzt hier auf der Strecke und fahren dann runter. Ich glaube, wir werden nicht alles fahren, aber zumindest mal einen Teil. Lass uns mal hier mal ein bisschen umsehen.
sieht ja soweit in Ordnung aus. Die Leute machen auch nichts Komisches hier. Noch nicht. Das ist wieder so ein Teil. Ja, ist ja gut. Ich fahre ja nicht mal. Ja, also... Das ist, glaube ich, eins dieser Beispiele von der Kritik her, dass sie da oft Assets oder Texturen reusen, denn die schauen halt alle absolut identisch aus. Das ist ein bisschen traurig. Gerade in Bahnhofsnähe. Und da kommen die ganzen Leute rein, ein bisschen zu spät. Weil ihr müsst schneller machen, wenn ihr mitfahren wollt. Wollen die einsteigen? Einmal Türen zu machen. Ist zu spät, leider. Gut. Dann Abmarsch. Volle Leistung. Und man hört es oder man hört es halt auch nicht. Der Motor ist ein bisschen sehr... Was zum... Okay. Warum gehst du jetzt einfach mal an? Brauch dich nicht. Es ist schön hier. Ja, Motor könnte wirklich ein bisschen lauter sein. Da draußen geht's, aber innen würde ich ihn gerne mal ein bisschen mehr hören. Warum ist hier nur 20? Ah ne, ab da ist dann 60. Ja, gut, da ziehen wir durch. Kadenden Bahnsteig 1 und 12.05 Uhr. Mach mal. Jod, zwei Game. Man sieht das mit dem Wiederholen ganz leicht, aber über sowas kann ich hinwegschauen. Wirklich schnell beschleunigen tut die jetzt nicht, ne? Diese mal ein aus. Da kann man das Ziel hier einstellen. Ja, kontaktieren, abbrechen. Bestätigen, Helligkeit verringern. Ja, man kann hier nicht sehr viel machen. Also, hätte es noch ein paar Stufen gehabt für Gas. So, DBBS, FED Installation haben wir nicht. Erst kommen Alert, Door Interlock. Oh, es ist jetzt keine spannende Steuerung hier mit dabei. Funktioniert das? Das funktioniert. Ja, davon, ja, da auch. Fenster. Ah. So haben wir ein bisschen Motorsound, wenn wir wollen. Genau das gleiche. Ja, oh, das war's dann eigentlich im Prinzip schon. Wow, auch da zum Beispiel, der ganze Bereich ist leer da hinten. Why? Ja, mal schauen. Wollen wir bei 2? Ja, sieht ganz gut aus mit der Einstellung 2 hier. Weiß ich nicht, nochmal schauen. Sehr viel nix hier in dem Feld. Ja, gehen wir doch mal auf die 3. Also 2 Minuten noch. Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie geil die Bremsen hier sind. Das ist jetzt literally die erste Fahrt, was ich mit dem Teil mache.
Würde ich mich kennen, werde ich mich eh wieder verbremsen. Auf welcher Seite fahren wir jetzt runter? Ach, wir fahren die linke Seite runter. Okay. Okay. Also grundsätzlich sieht es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Weil das Highlight der Strecke ist ja die rote Brücke. Die ist ja sehr nice. Ist auch in TS Classic recht schön gemacht. Ja, knapp anderthalb Meilen noch. Ob es da eine Ansage gibt hier drin? Nicht mal das ist schön zentriert. Schade. Das sind halt immer die Kleinigkeiten, was man so findet. Und ich merke gerade, dass ich schon die ganze Zeit meinen, das muss so Counter nicht mit anhab. Das ist auch zu spät. Sag mal, der Bahnhof, dann ist aber auch mitten im Nirgendwo. Ist ja nichts in der Gegend. Ich bin echt ein bisschen gewillt, aufzumachen, damit ich ein bisschen was vom Motor höre. Ja, ja. Nicht so ganz in der Zeit. Oh, die Bremse sind nicht schlecht. Mhm. Ah, nicht klar. Gut, also da kann ich wesentlich später bremsen und härter reingehen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Das. So, den auf. Einmal umsehen hier. Sieht eigentlich schön, dass wer da steht. Moment, da muss ich mal kurz ein Foto machen. Oder auch nicht. Komm, probieren wir nochmal. Geht doch. So, dankeschön. Also, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, ich sehe es mit den Details hier. Also, ja, zumindest im Bahnhofsbereich sollte man halt das halbwegs ausarbeiten, weil man das halt sieht. Oder man sich jetzt vielleicht hier mal ein bisschen umsieht. Ja, Türen verriegeln. Zu der Nähe. Abfahrt. Oh, jetzt kommt schon wieder dieser Nebel. Muss man nicht mal merken, dass ich das dynamische Wetter ausmache. Der. Zu hier. Nächster Halt. Loch Galley, Bahnsteig 1. Kann ich hier umschalten? Nächstes Ziel. Waverly. Blank. Das auch wirklich anpassen? Ja. Waverly. Not in Service, Evenness. Dundee, Aberdeen, Stirling. Ja, da hat es ein paar. Oh, wo ist denn unseres jetzt? Was? Das? Ja, okay. Entschuldigung. Edinburgh Waverly, stimmt jetzt wieder.
Ansagen habe ich jetzt ein bisschen vermisst. Oh, ich muss mal ganz kurz was testen. Gibst du mir eine Notbremse, wenn ich aufstehe? Ja, der Alarm geht ab. Okay. So, machen wir die Tür auf. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen mehr. 1,4 Meilen. Der Nebel ist jetzt ein bisschen kacke. Hey, immerhin da war so eine kleine Deko. Kommt ja. Ich glaube, ich werde nochmal das Wetter umstellen. So lässt sich die Szenerie echt ein bisschen schlecht beurteilen. Nebel und schlechtes Wetter vertuscht einfach viel zu viel. Auch wenn es eine interessante Stimmung hat. So grundsätzlich hätte ich jetzt nichts dagegen, so zu fahren. Aber wie gesagt, ich will mir die Szenerie angucken. We'll soon arrive at Lochgelly. Cool. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Det mach mal. Wo ist es denn? Oh shit, da ist der Bahnsteig schon. Dann waren wir hier in Lochgelly. Sie alle brav warten. Jo, das mit der Markierung. Lassen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Nicht sehr viel. Das ist aber wieder so ein Kaff hier. Die Hauptstraßen hier runter. Koffertypen sind auch wieder am Start. Ziemlich überschaubar. Echt nicht viel los. Sind vermutlich eh schon wieder zu viele Leute da. Was ich normalerweise hier so reingehen würde. Na gut. So wieder rein. Lassen Sie mich die Türen zumachen. Ja, ist ja gut. Dö, Abmarsch. Ja, 6-Car-Stop hier, so. Es gibt ja auch so ein Szenario, wo du unterwegs andere Wagen collecten musst. Im Prinzip ist einfach ein anderer Triebwagen. Fand ich die Bezeichnung ein bisschen schräg. Ich dachte schon, ein Red Bull hier. Stimmt, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es mal regnen anfängt, um zu gucken, ob der durchdrehen kann. Können interessanterweise ja nicht alle. So, auf jetziger Stelle. Warum? Oh, die Halte sind wirklich nicht weit voneinander entfernt. Ich meine, das sind jetzt auch wieder 1,6 Meilen. Cool. Nebel ist weg. Perfekt. Da können wir wieder die Umgebung angucken. Moin. Nee, okay, das ist wegen der Kurve da vorne. Ja, es ist jetzt schon ziemlich wieder runter von der Textur. Das
Das kann man doch in Unity ein bisschen, nicht Unity, Unreal Engine ja ein bisschen schöner einstellen. Habe ich gerade ein Tutorial gerade dazu gehabt, wie man das macht, damit das nicht so auffällig ist. Ey, man, das sieht jetzt auch nicht gerade so schön aus. Ach du Heilige. Also. Nee. Für 44 Geld. Das kannst du nicht bringen, sowas. Das sieht scheiße aus. Tut mir leid. Das geht jetzt wieder rum, aber nee. Also, nee, wie mit Games, da habt ihr schon Besseres gemacht, aber es ist jetzt wirklich nicht schön. Es macht dann, ja, also ich muss jetzt auch mal den Bereich hier haben. Man kann jetzt ganz gut verstehen, dass da die Reviews entsprechend aussehen. Es ist sehr schade. Also da lieber ein bisschen mehr Designarbeit reinstellen und ein bisschen Finishing machen, dafür mal ein, zwei Monate später rausbringen, als wie sowas abzuliefern. We'll soon arrive at Cowden and Beef. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Zödem. Cowden Beef. Ich hab da gerade wieder was Unschönes gesehen. Diesmal bin ich zu schnell hier drin. Ja, ich glaube da. Krieg ist noch gebremst. Ja. Finishing, ne? Finishing. Gut. Hilft jetzt nicht sehr, dass ich da ziemlich geil bei den, mit dem Anhalten bin. Ups, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ja, meine Fahrkünste, das sind auch ein Thema für sich. Ja, auch das hier. Das kann man ein bisschen schöner machen. Jetzt nicht das Gelbe vom Ei hier. Okay, gehen wir wieder zurück zu unserem Zug. Machen wir die Kamera wieder hier hin. Auch ein Kritikpunkt war, dass der Fahrplan nicht alles andere als realistisch ist. Also im Sinne von Verkehr her. Dass hier viel zu wenig los ist, leider Gottes. So, Tür zu. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Sieht gut aus. So. Ja, okay, sieht total einfach lösen. Sehr gut. So, check the BS, break demand light. Okay. So, dann werden wir hier mal wieder weg. Da muss ich sagen, hat Daftel Games mit dem Add-on vorher bessere Arbeit abgeliefert. Wobei der Strecke dafür extrem kurz ist. Gut, die ist jetzt auch nicht so lang mit, das sind 45 Meilen. Aber trotzdem, sehr unschön. Hätte ich jetzt so für 44 Geld nicht rausgebracht. So, Dampferlein Queen Margaret Bahnsteig 2. 2,5 Meilen. Was sind wir denn auf der. Es wirkt halt relativ groß. Aber wir sind jetzt eigentlich nicht sehr weit gekommen. Da steht auch überhaupt. Ja, ja, drück ja schon. 65. Wollen wir kurz rumgucken hier. Kommt beim nächsten Bahnhof. Da ist ein bisschen mehr los. Abzweige. Da kommt mal ein Zug entgegen. Da steht auch nichts rum. Ah, das wäre schon irgendwie geiler. Okay. Einfach mal so random.
Hat man da nicht aufgeräumt? Nee, nee, nee. Ja, also für 44 kann ich das jetzt nicht hier empfehlen. Für 20 oder weniger dann schon eher. Also sofern euch die Class 170 nicht super wichtig ist, würde ich jetzt auf einen Sale warten. Und vor allem hoffen, dass vielleicht ein Patch rauskommt und hier die ganzen Sachen schöner macht. Aber das ist immer so eine Sache. Das auch, ne? Also, das geht doch nicht. Wie kann man... Ne, ich bin auch noch zu schnell. Wie kann man denn sowas rausbringen? Da macht man eine Testfahrt, schaut sich das an. Also, Rivet, das geht gar nicht. Nee. Also da machen wir halt dahinter klemmen. Nee. Class 170, okay, aber der Sound, da bitte was dran machen. Und die Strecke ist teilweise schon ein bisschen garbage. Tut noch ein bisschen Service auch mit einfügen. Schaut, ein bisschen Deko platziert, damit hier was los ist. Fühlt man sich hier nicht so allein. Schön wäre es, wenn ihr da ein bisschen add-on übergreifend was macht. Zum Beispiel auch meine HSD hier vorbeifährt, solche Sachen. Nö, also. Ich war schon ein bisschen vorbereitet von den Kritiken her. Ja, aber nicht gedacht, dass es dann teilweise so schlimm ist. Das erinnert mich so ein bisschen an die Rapid Transit Strecke. Vor allem das Ende davon. Okay. Da ist schon mal ein Signal für den Gegenzug an. Übrigens ist der Scheibe am Anfang. Stand bei einer Kommentare drin, der ist nicht realistisch. Wird in echt nicht abgespielt. We'll soon arrive at Dunfermline Queen Margaret. Bin schon wieder zu schnell. Don't forget to take your belongings with you before you leave the train. Ja, diesmal bin ich aber nicht drüber, wenn es geht. Hinter der Linie, verdammt doch mal. Ja, also mit Anhalten habe ich es heute nicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jo. Details. Okay, schauen wir uns mal um. Gerade noch so. Wird spaßig beim Aussteigen. Der Bahnhof hier. Wie kommt da hinter dem Bus daher? So kann man das auch lösen. Geil. Machen wir uns hier die Autos, dann hier so raus. Ja, das kann man so lassen. Ansonsten, der Bereich sieht eigentlich ganz okay aus. Ich gebe da ganz viel nix. Ja, ich drücke hier schon. Überschaubar, und da haben wir wieder die nächsten Masten, die ein paar Leitung haben. Das ist wirklich ein bisschen unschön. So Leute, einsteigen hier. Wir machen mal hier einen Abflug bis zur nächsten Station. So, ja komm, einmal auf Anschlag. Und dann hoffen wir, dass wir in der Dunfermline City mal korrekt anhalten. Sollte mal ein bisschen früher bremsen. Kommt davon, wenn man sich die ganze Zeit umsieht. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit Beleuchtung? Mit Kunst? Instrumentenbeleuchtung, die ist Dauer an. Tut sich gar nichts. Fahrplan. Ach, das ist das Licht. Wo kommt das Licht her? Hä?
Wo kommt das Licht da her? Details. So, 1,1 Meilen. Ist ja gar nicht so weit. Oh, Wahnsinn. Da fährt noch was. Moin. Ja, 0,8 noch. Ja, ich glaube, ich hätte mal Bock, da mit Nature's Team entlang zu fahren. Machen wir vielleicht im zweiten Video, dann fahren wir auf der anderen Seite und schauen uns mal an, wie es da drüben so aussieht. Das wird bestimmt nicht gehen, aber im freien Modus, glaube ich, haben wir keine Ansagen. Müssen wir mal testen in einem Custom-Szenario, ob er es dann da machen würde. Södli, da wären wir da. Ich bin mit so einem Spielzeug zu. Aber so super geil sind die Bremsen nicht. Jetzt bin ich auf der höchsten Stellung drin. Sehr wunderbar. Schauen wir uns mal hier um. Bisschen überschaubar. Wo sind die ganzen Leute? Ach, die kommen erst von da hinten. So, hier mal gucken. Alles klar, die gehen dann hier runter. Okay. Alles klar. Ansonsten keine Spezialitäten hier. Okay, ich würde mal sagen, es ist einfach mal random so eine Schiene. Alles klar. So, Alarm gehen wir kurz aus. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Wir sind jetzt hier, da haben wir dann hier die Kreuzung. Aber ich glaube, den Rest der Strecke, den schaue ich mir mal für mich mal an. Und in einem anderen Szenario, wenn wir mit dem HST hier die andere Seite entlang fahren, schauen, wie das da so ist. Aber ich muss sagen, abgesehen vom Bahnhof hier, der war irgendwie ganz nett, ist der Rest irgendwie so buchstäblich bis schlecht. Haut mich jetzt wirklich nicht vom Sockel. Also eventuell kommt wieder so ein Community-Patch hier raus, wo dann entsprechend was gemacht wird, aber es ist trotzdem Arbeitszeug von Rivet Games, das so rauszulassen. Also, nee, da müsst ihr definitiv nochmal ran. Vor allem, also für 44,50 geht das mal gar nicht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne in die Kommentare und ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Ich stelle den Zug mal ab. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.